Freundschaft unter allen, ob schwarz, ob weiß, In- oder Ausländer, St. Pauli, das ist die perfekte Großfamilie mit ganz ungewöhnlichen Manieren. Und das sind gute Manieren im Abstiegskampf. Die Hamburger von Beginn an fast schon etwas übermotiviert, aber Nervosität rackert man sich am besten von der Seele. Nur mit Rennen allein ist es leider nicht getan. Järvinen, der Finne, der kein Hamburger bleiben wird, und Ronau. Das ist das Tor, das die St. Paulianer einfach nicht treffen. Dabei sieht so aus wie jedes andere. Zwei Minuten später. Schwinkendorf und Sievers für Hannover 96. Der andere Sievers, sein Bruder, durfte für St. Pauli nicht auflaufen. Hannover freundlich ausgedrückt passiv oder mit aktiven Fehlern. St. Pauli mit solchen Chancen. Leonardo Manzi und Sievers. Dann nochmal Hollerbach. Nun wissen Sie, warum St. Pauli nicht an der Spitze steht, sondern gegen den Abstieg spielt. Wie stand's auf den anderen Plätzen? Der Stadionsprecher wollte nichts sagen, die Anzeigentafel konnte nicht. Hier wird noch alles mit der Hand gemacht. Und per Ohr aufgenommen, Braunschweig gegen Duisburg 0:0. Die Kunde war nicht befreiend, die vom St. Pauli Rasen auch nicht. Nicht Petri Heil, sondern Petri Järvinen absolut kaputt. Trainer, Sie treffen das Tor nicht. Ein halber Platz hätte gereicht. Immer wieder St. Pauli. Dammann! Seppo Eichkorn sprach, mit wem auch immer, das Spiel zäh und nervenzehrend. Selten so gut über die Außen spielen der FC St. Pauli. Mit Järvinen. Schön gemacht. Und dann ist Archelm in der Mitte. Das Tor, das unbekannte Wesen. Es sollte einfach nicht fallen. Die Trainer. Sonnentag für den einen, im Regen stehend, aber mindestens nass von Schweiß der andere. Denn Hannover kam. Ganz, ganz selten, aber gewaltig. Dimmers. Groth, einer der wenigen Guten bei 96. Und André Breitenreiter und Tom Forde mit super Reflex verhindert den Rückstand. Da bekam manch einer zittrige Hände, zumal die zweite Halbzeit alles andere als besser wurde. St. Pauli mit dem eifrigen Hollerbach. Peter Knebel, selten war der Regisseur am heutigen Tag. Dann dieser Schuss. Und als manch einer am liebsten aufs Feld gestürmt wäre, um zu helfen, diese Szene. Manzi, Leonardo Manzi. Wieder nichts. Sich St. Pauli-Fan zu nennen, ist nicht schwer. Es zu sein dagegen sehr. Hannover nun, gewollt oder nicht, des Öfteren gefährlich. Wieder Groth. Und Tom Forde mit mehreren solcher Paraden. St. Pauli, unermüdlich. Das muss man der Mannschaft attestieren. Gronau. Schöne Flanke. Und Leonardo Manzi. 73. Minute, ein Tor tatsächlich. Unglaublich, wie wichtig, wie erlösend. Der Urschrei. Kämpferisch und krämpferisch war es klasse, das Spiel. Fußballerisch gnadenlos, aber mit Happy End für St. Pauli. Glücklich auch der Referee Rainer Boos in seinem letzten Bundesligaspiel. Und ich denke, St. Pauli wird für heute zur mineralwasserfreien Zone erklärt.